Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer weihnachtlichen Runde Survival Games. Nachdem wir in den letzten Episoden, beziehungsweise in der letzten Episode, die Kraft der Uhr kennengelernt haben, wer Die weiß, Uhr ist allmächtig und allgegenwärtig. vielleicht lernen wir Unterschätzt heute nie die ja, Uhr. vielleicht lernen wir heute ja die Macht des Weihnachtsbaumes oder eines anderen Gegenstandes kennen. Wer weiß, Mal wer gucken, weiß. bestimmt. Ich bin gespannt und ich starte mal eben hier schnell die Arena. SG Start. Und der Countdown kommt damit sofort Laufen und wir in die Runde? In die Runde, in die Richtung, bei dem Haus da. ich finde dich gerade noch gar nicht. Wo Ich bin stehst du denn? zwei rechts von dir. Ah ja, und ich laufe erstmal in die Mitte. Hab ein Das war ja. Holzschwert und eine Steinaxt. Oh, gib mir mal die Steinaxt, Ja, warte, bitte. lauf, lauf, lauf erstmal. Okay. Ja, stimmt, die Karte ist relativ klein. Hier findet man bestimmt viele Kisten, aber die meisten werden wahrscheinlich schon weg sein oder leer sein. Okay. Ich weiß, dass es hier unten runter geht. Ah, da, okay, Warte, stimmt. ich gebe dir erstmal die Steinaxt. Hier. Ja, Dankeschön. Jo. So. Hier unten gehen wir erstmal runter, würde ich Der Gang sagen. auch total schön gemacht, ne? Ja, Man mit schon sagen. Liebe. Oh, eine Kiste. Mit Eine Uhr! Liebe. Nein, ich hab eine Uhr! Eine Nee, Uhr! ein Kompass. Krass! Ich hab einen Kompass. Ein Kompass? Die heilige Macht des Hey, Kompass. Kompass. Und. Der Kompass hat mich auch schon wieder gerade beeinflusst, dass ich Hier gesagt habe, Uhr. Äpfel und Hühnchen und Kartoffeln. Yeah, Dankeschön. Jo. Okay, ne? Können In wir ja der. weitermachen. Ja, ich penne mal, ne? Ich Ja, komme ich in auch, komm. Nickerchen. Familienbett hier. Hier Geil. kommen wir nicht raus, oder? Nö, wir müssen wieder Auch nicht mit durchlaufen. der Axt. Nee, glaub nicht. Schade. Sehr schade. Okay, mal gehen wir hier Ja, wieder rauf. nachdem wir in der vorherigen Folge die Macht der Uhr kennengelernt haben, ist es diesmal der Kompass. Ich werde hier schon in die richtige Richtung verleitet. Irgendwie, ich glaube, der Kompass, der lockt die Gegner an. Ich werde immer genau in deine Richtung gezerrt. Ich muss dir irgendwie dauernd hinterherlaufen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie der Kompass beeinflusst das. Okay, da hinten ist eine Spinne. Ey, Okay. der. Boah, hä? LOL! LOL, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, Wo guck bist du? mal, guck. Guck mal, Ja. guck mal. Weil du Admin bist, oder was? Das ist der Kompass. Da Komm bin ich mal, nur wieder. weil du Admin bist. Da bin ich wieder. Hui, die Superuhr, warte. Ey, der hat aber mal wirklich was drauf. Total geil, Mann. Noch eine Uhr. Ein Kompass. Ey, ja, gib mal den Kompass. Okay. Ja, meiner beeinflusst. Oh, scheiße. Oh. Hier, bitteschön. Danke. Herrlich. Ey, Wow, genial. Gegner, Gegner, Gegner. Oh. Kompass, hilf mir. Der Kompass. Scheiße, scheiße, scheiße. Der rutscht so komisch auf dem Eis, dieser Mika. Ja. Bei mir auch. Ich bin auch schon Scheiße, aufgegangen. scheiße, scheiße. Mika. Nein! Nein. Was machst du denn? Oh, ich hab ihn bekommen, ich hab ihn Oh, das bekommen. ist gut, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich glaube, die Folge hänge ich hier hinter die mit dem Kompass. Mit der Uhr. Oh, hier sind welche? so viele Leute. Hätte ich jetzt noch ein Schwert? Arena 14. Nein! Ich bin tot. Oh. Weil ich gerade noch das Schwert in mein Inventar legen wollte. Na gut, Leute. Dass die Runde nicht so gut lief, ist mir schon klar. Aber ich muss die einfach hier. Also nicht wundern, warum ich die hier gerade hintergeschnitten habe. Hinter die mit dem. Mit der Uhr. Denn der Kompass war ja auch was komplett Besonderes. Also, ja, haut rein und schwimmt mit Ö. Ja. Ja. Okay.